Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie heute Abend ganz herzlich hier im Musensaal des Rosengartens begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ist ja noch ganz früh im Jahr, also von daher, es gibt gute Vorsätze. Einen der guten Vorsätze haben Sie schon umgesetzt. Sie wollen in diesem ersten halben Jahr die Mannheimer Philharmoniker besuchen und das zwar regelmäßig bei allen drei Orchesterkonzerten und bei einem Solistenrezital. Herzlichen Dank dafür. Aber ich würde Sie jetzt alle gerne persönlich begrüßen, zumal ich sehr, sehr viele von Ihnen ja auch kenne und in den einzelnen Arbeitskreisen oder in den einzelnen Gruppierungen auch schon begegnet bin. Aber Sie freuen sich auf ein hervorragendes Konzert. Und insofern belasse ich es bei ein paar wenigen Begrüßungen. Ich freue mich hier ganz an meiner Seite, Frau Dr. Ulrike Freundlieb, Dezernentin der Stadt Mannheim. Nicht für Kultur zuständig, aber trotzdem eine engagierte Unterstützerin der Mannheimer Philharmoniker. Sie sitzt im Beirat, wir treffen uns da regelmäßig und sie ist mit Tipps und Tricks immer zur Seite. Also von daher herzlich willkommen bei uns hier im Konzern. Darüber hinaus freue ich mich auch ganz besonders, dass wir seine Exzellenz, den Botschafter der Republik Montenegro, Herrn Dr. Vujačić, bei uns haben. Nicht nur ein Freund der Stadt Mannheim, wie wir jetzt festgestellt haben, sondern auch der Mannheimer Philharmoniker. Herzlich willkommen, dass Sie da sind. Und dann will ich es kurz machen. Es gibt viele Freunde und Förderer. Sie sind alle irgendwie Förderer der Mannheimer Philharmoniker, dadurch, dass sie ihren Eintrittspreis entrichtet haben. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Das brauchen die Mannheimer Philharmoniker auch ganz dringend und nötig. Stellvertretend für alle, die das wissen und auch mit Unterstützung dabei sind, möchte ich ganz gern Dr. Manfred Fuchs begrüßen, heute beim Konzert als derjenige, der in der Vergangenheit eigentlich es überhaupt möglich gemacht hat, dass die Mannheimer Philharmoniker bis heute existiert haben. Herzlich willkommen bei uns. Und wir setzen natürlich auf die Jugend, von daher will ich zumindest, ich hätte es mir ansonsten gespart, alle Politiker hier zu begrüßen, aber ich möchte einen zumindest begrüßen, weil er so ein bisschen sinnbildlich dafür steht, dass wir jetzt auch mittlerweile junge Konzertgäste haben. Und das ist auch das Ziel, das die Mannheimer Philharmoniker erreichen wollen, mit neuen Medien, mit einer Live-Übertragung jetzt im Internet von diesem Konzert. Herzlich willkommen, Nikolaus Löbel, der neue Bundestagsabgeordnete der CDU hier aus der Stadt Mannheim. Herzlich willkommen. Ja, wenn Sie gestern Abend mir nicht zufälligerweise beim Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters über den Weg gelaufen sind, da habe ich jedem ein fröhliches, gesundes und glückliches neues Jahr gewünscht. Wünsche ich Ihnen jetzt und natürlich auch allen Musikern ein erfolgreiches, gesundes und auch vor allen Dingen glückliches neues Jahr. Die Mannheimer Philharmoniker haben ja durchaus ein sehr fulminantes Jahr 2017 hingelegt und am Ende des Jahres hatten sie die Gelegenheit und da sind wir, glaube ich, alle stolz drauf, weil sie stehen ja auch so ein bisschen für die Konzertstadt Mannheim, für die UNESCO City of Music, hatten sie ein hervorragendes Konzert in der Elbphilharmonie in Hamburg. Das ist nicht jedem vergönnt. Sie haben es mit Bravour verstanden. Dieser Konzertsaal verzeiht ja gar nichts. Da hörte man das Geraschel der Bonbons. Also von daher, das war schon eine allerhöchste Kunst, die die Philharmoniker da geboten haben. Ich saß zufälligerweise neben einem Musikkritiker, der voll des Lobes und der Anerkennung war. Die Anerkennung geht weiter. Die Philharmoniker sind eingeladen, im Herbst 2019 nochmal zu konzertieren. Das werden sie, soweit ich alle verstanden habe, auch gerne tun. Also Kompliment an die Musiker, Vertreter der Stadt Mannheim, überall an der Elbphilharmonie, Mannheimer Philharmoniker, das war schon sehr beeindruckend. Viele von Ihnen waren dabei gewesen. Herzlichen Dank dafür. Aber Sie wissen ja selbst, von nichts kommt nichts, also von daher mache ich auch ein bisschen Werbung. Ich war jetzt gerade in der Garderobe gewesen bei Bojan Videnoff, dem außergewöhnlich künstlerischen Leiter dieses Orchesters, der mich nicht gebeten hat, aber der gesagt hat, ob ich vielleicht so im Nebensatz erwähnen könnte, dass er eine CD herausgebracht hat. Das habe ich, natürlich mache ich das ganz gerne, vor allen Dingen auch deshalb, weil sie bei uns hier im Hause aufgenommen wurde. Also von daher, falls Sie die Mannheimer Philharmoniker weiter unterstützen wollen, es gibt zwei Möglichkeiten. Werden Sie Mitglied im Freundeskreis der Mannheimer Philharmoniker oder kaufen Sie einfach eine CD. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Die Philharmoniker, wir im Freundeskreis sind offen für alles. Ja, viel mehr möchte ich jetzt nicht mehr sagen. Ich möchte mich ganz besonders dann noch bei der Mannheimer Versicherung, der Firma Fuchs Petrolub natürlich, der Hector-Stiftung bedanken, darüber hinaus auch bei der Volksbank, bei Engelhorn und bei der Firma KPMG für die Unterstützung, die sie zum Teil für die Konzerte, aber auch zum Teil für die gesamte Reihe geleistet haben. Bleiben Sie weiter dabei, dass es wirklich sinnvoll ist, das werden Sie jetzt im nachfolgenden Konzert erleben. Es wird heiter zugehen, es werden viele Tänze sein, Sie können auch gerne tanzen, wenn Sie dazu tanzen mögen, aber es wird auf der anderen Seite, es wird eine sehr emotionale, eine sehr beschwingter Start ins neue Jahr sein. Ich wünsche Ihnen dabei viel Vergnügen und ich hoffe, wir sehen Sie bei den nächsten Konzerten gerne wieder. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, solange Sie noch ruhig sitzen, nutze ich die Gelegenheit, Sie als Bürgermeisterin der Stadt Mannheim und als Mitglied des Beirates der Mannheimer Philharmoniker hier aufs Herzlichste zu begrüßen zu diesem wundervollen Abend. Ich überbringe natürlich auch nochmal die Glückwünsche sowohl im Namen des Beirates als auch der Stadtverwaltung für das neue Jahr. Möge es für Sie alle ein glückliches werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Mannheim wird Musik geliebt und gelebt. Geliebt haben Sie schon ausführlich dargelegt, Herr Wagner. Das bedeutet, wir haben eine ganz, ganz breite Musikszene, alle Genres sind vertreten und wir feiern internationale und nationale Erfolge. Und heute Abend sehen Sie ein gutes Beispiel unserer erfolgreichen Musikszene hier, die Mannheimer Philharmoniker. Mannheim ist eine Stadt seit Jahrhunderten der Macher und der Visionäre. In Mannheim wird Zukunft gemacht, und zwar nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch im kulturellen. Denken Sie in das Feld der klassischen Musik und das Mannheimer Vorbild, was 1743 als Mannheimer Schule begründet wurde, setzt sich heute fort in der Musikhochschule, in der städtischen Musikschule und in den vielen Orchestern und Chören unserer Stadt. Und da reihen sich die Mannheimer Philharmoniker natürlich perfekt ein. Das Orchester und vor allen Dingen der künstlerische Leiter und Dirigent, Herr Bojan Videnoff, sind Macher in des Wortes bester Bedeutung. Denn 2009 ist dieses Orchester gegründet worden als Talentschmiede mit der Zielsetzung, jungen Musikerinnen und Musikern nach deren Ausbildung in eine Festanstellung zu vermitteln. Und das bedeutet, man hat sich hier zusätzlich zu dem musikalischen Auftrag noch einen berufsbildenden und unterstützenden Auftrag gegeben, eine ganz große Besonderheit. Das bedeutet, dieses junge Orchester hat in seinen knapp 10 Jahren, noch nicht mal 10-jähriger Existenz, sich einen Namen gemacht als internationale Talentschmiede. Und es ist eines der jüngsten professionellen Orchester Europas, eine weitere Besonderheit. Und sie bringen ihre und unsere Musik damit natürlich einem weltweiten Publikum ganz intensiv zu Gehör. Das bedeutet, dass manch ein Musiker, eine Musikerin hier nach der Tätigkeit bei den Mannheimer Philharmonikern ihre Anstellung gefunden hat in renommierten Orchestern dieser Welt, und zwar entweder im Tutti oder im Solopart. Und viele von ihnen bleiben uns Mannheimer Philharmoniker dann ein Stück weit verbunden, weil sie immer wieder zurückkehren und ihre Erfahrung an die nächste Generation weitergeben. Eine wunderbare Bindekraft, die dieses Orchester dann auch entfaltet hat. Und für uns natürlich als Stadt besonders, dieses Orchester trägt unseren Stadtnamen hinaus in die Welt. Wir können stolz darauf sein. Jetzt werden Sie sich fragen, wie ist ein solcher Erfolg möglich? Was unterscheidet unsere Stadt von anderen Städten? Mannheim fördert wie kaum eine andere Stadt die Musik. Denken Sie hier zum Beispiel an die bundesweit einzigartige, aus kommunaler Gründung heraus entstandene Hochschule für Popmusik, unsere Mannheimer Popakademie. Und insofern ist es kein Wunder, dass wir 2014 in das Netzwerk der UNESCO Cities of Music aufgenommen worden sind. Herr Wagner hat es schon erwähnt. Für uns als Stadtverwaltung ist Kultur und insbesondere die Musik nicht nur ein kulturelles Fund, mit dem wir wuchern, sondern wir betrachten es auch als ganz wesentlichen Wirtschaftsfaktor. Insofern haben wir eines unserer 8 Existenzgründerzentren dem Berufsfeld der Musik gewidmet, der Musikpark, so heißt es, und wir haben zusätzlich ein Clustermanagement Musikwirtschaft aufgelegt. Aber nun zurück hier zum heutigen Abend. Uns erwartet ein schwungvolles Programm, slawische und ungarische Tänze, und ich wünsche Ihnen einen erlebnisreichen und spannenden Abend hier und viel, viel Freude. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben das schon intuiert. Es war konzipiert fast wie ein Stück, fast wie ein Werk, diese Tänze alle aneinandergereiht. Ja, das soll eine, hoffe ich, einen roten Faden für Sie ergeben, fast wie ein kleines zusammenhängendes Werk. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir jetzt in einem großen Saal spielen. Also wir haben im Gasteig in München gespielt oder im Auditorium in Mailand oder in Madrid. So jedes Mal, wenn man in einem Saal spielt, der von Bedeutung ist und wo man weiß, dass jeder Platz ausverkauft ist und die Menschen kommen, um ein besonderes Erlebnis zu haben und die Akustik stimmt, die Atmosphäre stimmt, das beflügelt natürlich. I find the way to play strangely, because I don't remember when exactly. I was super young when I decided to play music, especially violin. Maybe I was 4 or 5 years old, and I don't know from where it came. But I started finally late at 10, and I never left my violin since this time. Zu den Mannheimer Philharmonikern gekommen durch eine gute Freundin von mir, die hier schon sehr lange in den ersten Geigen spielt, und ein anderer Freund, der auch hier früher mitgespielt hat und mittlerweile in Leipzig spielt. Wir haben miteinander studiert und durch sie kam ich dann hierher. Ich habe einmal mitgespielt als Aushilfe und durfte seither immer wieder mitspielen. Classical music for me, it's life. It's my soul, it's my personality, it's everything. When I'm alone, I always listen to classical music. When I cook, when I shower, everything I do it with music. And I don't see myself doing something else. The grouping of all of these different nationalities and people coming from different schools, different traditions of sound, and actually looking into music creates this extremely nice atmosphere which brings the music of the Mannheimer Philharmoniker to a different level, I think. One and two. Das ist auch etwas, was klassische Musik ausmacht, nämlich, dass man von überall her Menschen kennenlernt und ja, zusammen diese Musik quasi feiert. Es bedeutet für mich vor allem Freude. Ich meine, moderne Musik bzw. heutige Musik, es hat auch viel Aussage, aber es hat nicht diesen selben Wert, meiner Meinung nach, wie in dieser klassischen Musik, weil es ist für mich etwas tiefgründiger und noch viel ausgereifter. Ich meine, heutige Musik macht Spaß, aber für mich ist klassische Musik noch mehr Freude, einfach, ja. There is something special in this orchestra. It's the power. There is something powerful inside of the relation between us, and because it's young too, passionate. Bojan is passionate too, so he communicates very well and to us. And it's really nice because we can feel the music maybe more with big sensitivity and. It's more deep from inside, and I like that. Was Bojan mit uns zaubert sozusagen. Es ist fantastisch, also wie diese verschiedenen Gedanken, Herzen und Erlebnissen von der Musik dann sich vereinigen, das ist die Wunder. Die Elbphilharmonie habe ich noch nie live gesehen, nur im Fernsehen, und ich finde es schon schön, also moderne Architektur, es ist sehr, sehr groß, sehr riesig, aber es wird wahrscheinlich in echt nochmal ein ganz anderer Eindruck sein, wenn man es dann vor Ort sieht. Was ein positiver Stress bedeutet für mich, und ja, die Erwartungen wahrscheinlich sehr groß. Elbphilharmonie for me it's actually super exciting. I'm looking so much forward to play there. Die Elbphilharmonie ist für mich ich würde mal sagen, eine Art Meisterwerk in unserer heutigen Zeit, um Musik zu vermitteln, in der sozusagen ein Bauwerk entstanden ist, in dem viele Dinge berücksichtigt wurden, auch also viel technisch gesehen, dass man da einfach eine Akustik versucht zu schaffen, die, ja, ich würde mal sagen, seinesgleichen sucht. For me something special, but not. I will be not nervous more than other concerts, because playing for people it's the same everywhere you play. You play for people, you play not for you, so even it's this hall of this hall. It's something special, yes, because it's beautiful, but and more modern maybe, but you play for people finally, so it's the same. Grundsätzlich glaube ich, es ist sehr wichtig, jedes Konzert als das wichtigste Konzert, was man in seinem Leben spielt, zu betrachten, egal wo man spielt. Also ob man jetzt in einem kleinen Ort spielt oder in der Carnegie Hall, weil jeder Mensch, der ins Konzert kommt, verdient es, die Interpretation zu hören, die man sich selbst in seinen süßesten Träumen ausmalt. Und wenn man dann weiß, dass man jetzt in so einem besonderen Saal auftritt, tut das dann nochmal so einen Extraschub geben. Also wir sind alle voller Vorfreude, Aufregung, die aber eigentlich nicht zügelt oder bremst, sondern eher beflügelt. Ja. Mein Name ist Marie Apitz, ich leite derzeit das Orchesterbüro der Mannheimer Philharmoniker. Ich bin zuständig für die Disposition der Musiker, für die Organisation von unseren Konzerten, die Buchhaltung und allgemeine Verwaltungsaufgaben. Ich bin natürlich Ansprechpartnerin für jedes Problemchen, das mal auftreten kann. Wenn irgendwas mit der Logistik nicht funktioniert, da sind wir dann natürlich der erste Ansprechpartner. Und ich versuche natürlich auch immer, alles so gut wie möglich zu lösen, damit unsere Musiker glücklich sind. Philharmonie is amazing. I actually expected for more, but it's okay. We take whatever we have. Oh, the gang is coming. It's not important. Einerseits ist das natürlich eine wunderbare Präsentationsplattform für das Orchester, das ist klar. Und wenn es in solchen prestigevollen Orten, prestigeträchtigen Orten spielt, dann hat es eine ganz andere Visibilität und wird auch ganz anders wahrgenommen, das ist klar. Aber ich glaube, viel mehr und viel wichtiger ist es für die Musiker, in solchen Orten zu spielen, weil eben dieser Druck, der steigt und der kommt nicht von außen, der kommt von innen, dieser Druck, weil man selbst setzt sich plötzlich, ja, gewisse, jetzt muss das gut sein. Und das ist ja genau das, was die Mannheimer Philharmoniker gerne trainieren möchten in den jungen Musikern, das Probespiel, jetzt muss es klappen. But I think it's beautiful. Relax, guys. Enjoy it. It will be very, very nice. Every voice counts and everyone can now find its nice balance. Yeah. Mein Professor, Lehrer und langjähriger Mentor Gianluigi Gelmetti, ein fantastischer Dirigent, hat immer gesagt, Mente fredda, cuore caldo. Und das hilft wirklich sehr. Das Herz muss brennen, man muss mit Leidenschaft spielen, aber das darf nicht den Kopf vernebeln, weil man dann sich in den Abgrund stürzen kann. Ja? Also der Kopf muss kühl bleiben, der Kopf muss kontrollieren, aber das Herz muss einfach brennen. It's now a few minutes to we start the concert, you know, so some people are very nervous, as you can see, please follow me. They walk, and I walk too, and that's Asaf also. He plays horn, but now he is in the mood of being a baritone. So, Mannheimer Philharmoniker 2017. Ballettmusik geht's weiter.